Fritz Schwab betreibt in dritter Generation die Tischlerei Schwab in Schlehdorf im Salzburger Flachgau. Übernommen hat er sie 1994 gemeinsam mit seiner Frau Angelika. Vor gut 15 Jahren hat er sich entschieden, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Nach ersten Erfolgen mit einer Hackgutheizung stellt er sich die Frage, ob das auch mit Strom funktionieren kann. In weiterer Folge kamen die ersten Photovoltaikanlagen, der Umstieg auf ein Elektroauto samt Wallbox der Salzburger AG und das jüngste Projekt, eine Photovoltaik-Speicheranlage. Meine Beweggründe waren eigentlich, da ich gesagt habe, ich möchte möglichst unabhängig sein. Ich möchte einfach nicht von der Erdöllobby oder Erdgaslobby abhängen, sondern ich möchte einen möglichst großen Teil meiner Ressourcen selber produzieren. Der Tischlermeister ist E-Autofahrer der ersten Stunde. Die Grundidee war, lokale Fahrten im Umkreis von 30 Kilometern mit dem Elektroauto abzudecken. Sein erstes E-Fahrzeug, ein Renault Zoe, hatte eine Ladezeit von 10 bis 12 Stunden. Dann erfuhr er aus den Medien von der Wallbox der Salzburger AG. Diese reduzierte die Ladezeit um fast zwei Drittel auf 4 Stunden. Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich habe da in den Medien gelesen, dass die Salzburger AG eine Wallbox zum Laden von Elektroautos anbietet mit so einem Typ-2-Stecker. Bin dann nach Salzburg gefahren, in die Bayerhammer Straßen, und habe gefragt, wo ich da diese Wallbox bekomme. Und ich habe dann als Antwort bekommen, du brauchst jetzt noch keine Wallbox, weil du hast ja noch kein Auto, das du dort anstecken könntest. Das Auto hättest du ja schon vor anderthalb Jahren bestellen müssen, dass du es jetzt hättest. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das Auto vor anderthalb Jahren bestellt und ich brauche jetzt eine Wallbox. Und die waren dann ganz überrascht, dass schon ja, Leute gibt, die sich ein Elektroauto bestellt haben. Mit seinem heutigen Elektroauto, einem Tesla Model 3, kann Herr Schwab alle beruflichen und privaten Fahrten abdecken. Zusätzlich nutzt er für mehr als 20.000 Kilometer jährlich die Bahn. Auf ein benzin- oder dieselbetriebenes Fahrzeug verzichtet er zur Gänze. Der Betrieb der Wallbox funktioniert bis zum heutigen Tag problemlos. Neben der schnellen Ladeleistung gibt es noch weitere Gründe, sich für eine Wallbox der Salzburger AG zu entscheiden. Eine Wallbox von uns, wenn sie also jetzt auch von uns also installiert wird, bietet also die Möglichkeit eines Teilzahlungsverfahrens, sodass ich also nicht einen größeren Betrag anfänglich also sofort also hinlegen muss. Ja, und wenn ich also dann die entsprechende Box also bei mir zu Hause habe, kriege ich also auch über diesen Zeitraum von 5 Jahren Freikilometer, und diese Freikilometer werden dann mit der Jahresabrechnung also gutgeschrieben. Kernstück der eigenen Stromerzeugung im Hause Schwab sind 5 Photovoltaikanlagen. Diese sind am Dach und im Garten montiert. Die Anschaffung vor 15 Jahren gestaltete sich noch schwierig. Um Planungsfehler zu vermeiden, setzte sich Herr Schwab schon damals mit der Technik auseinander. Das war schon damals nur ein bisschen problematischer, weil die Technologie bei uns da nicht verbreitet war und auch noch relativ jung war. Und dann noch gar nicht so klar war, es hat dann Betriebe gegeben, die thermische Solaranlagen gebaut haben, und die haben dann gesagt, ja, wir können auch eine Photovoltaikanlage bauen. Aber dass da ganz große Unterschiede gibt, auf was man achten muss, das war damals vielen Betrieben noch gar nicht so klar. Und darum habe ich mich da selber sehr stark damit befasst. Die Gesamtleistung der Anlagen bei voller Sonneneinstrahlung beträgt 35 Kilowatt Peak. Damit lassen sich rund 55% des privaten und gewerblichen Stromverbrauchs abdecken. Die restlichen 45% werden aus dem Netz bezogen. Neben der Ladung des E-Autos liegt der größte Benefit der Photovoltaikanlagen in der Abdeckung der Stromspitzen im Tischlereibetrieb. Somit werden die 25 Kilowatt Netzleistungsgrenze nicht überschritten. Das war eben damals das Ziel, und wir haben dann wirklich eine Steuerung programmiert, die diese Anforderungen, was das erfüllen muss, geschafft hat, und haben das jetzt mittlerweile geschafft, dass wir wirklich übers Jahr gesehen diese 25 kW nicht überschritten haben. Komplett macht das Photovoltaik-Energiesystem eine Speicheranlage. Die 45 Kilowattstunden Batterien wurden vor 2 Jahren in das bestehende System integriert. Durch die Speichermöglichkeit konnte der Eigenverbrauch aus den PV-Anlagen erhöht werden. Mit den Speichern lässt sich die Abdeckung der Stromspitzen in der Tischlerei optimal planen. Dafür bleibt eine eiserne Reserve immer im Speicher vorhanden.
Geregelt wird die gesamte Anlage von einer eigens programmierten Software. Diese Steuerung zu programmieren, das hat eben eine Firma für uns gemacht, was doch eine sehr große Herausforderung war, wo wir wirklich gesagt haben, es soll ja auch Wetterprognosen und Bewölkungsprognosen einfließen, um das dann eine optimale Energieausbeute damit zu erreichen. Weiters regelt die Software die Maschinen in der Werkstatt. Mittels Ampelsystem wird den Mitarbeitern ersichtlich, welche Geräte im Moment betrieben werden können. Aufgrund einer Prioritätenliste weiß das System, welche Geräte immer einsatzbereit sein müssen. Das war eben dann dieses Ampelsystem, was wir draußen im Betrieb dann gemacht haben, was einfach jetzt für die Mitarbeiter, die draußen in der Produktion arbeiten, ersichtlich ist. Ist jetzt eine Grenze erreicht, wo ich sage, ich soll jetzt gewisse Maschinen nicht mehr in Betrieb nehmen, oder ist genügend Energie da, dass ich sage, ich kann jetzt alle Maschinen einschalten. Auch für den Netzbetreiber sind Photovoltaikanlagen mit Speicher eine interessante Lösung für die Zukunft. Wird Sonnenstrom selbst erzeugt und anderen zur Verfügung gestellt, können gerade in ländlichen Gegenden Investitionskosten für einen weiteren notwendigen Ausbau der Strominfrastruktur zeitlich nach hinten geschoben werden. Es ist A die Zukunft und B ist es so, dass also ein Energieversorger, wenn dezentral Energie erzeugt wird, und das ist also ein Prozess, der kommt, so sicher wie Samen im Gebet, ist man dabei oder nicht dabei. Und wenn man also in diesem Bereich Kompetenz hat und also auch sagt, da findet man sich also wachstumsmäßig wieder, was wir ganz klar also jetzt also zum Ausdruck bringen in der Zukunft, dann muss man dabei sein, dann muss man verstehen, wie wirkt ein Netz mit einem Speicher und mit der dezentralen Energieerzeugung zusammen. Wer das nicht hat, wird also überbleiben. Nähere Informationen zur Wallbox, zu PV-Anlagen und PV-Speicher erhalten Sie bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at.